Letztes Mal, dass ich jemanden, ich liebe dich. Ja, dass ich jemanden, ich liebe dich gesagt habe. Das ist ein Jahr her. Gut. Abgesehen davon, dass man das zu seinen Eltern oder zu Verwandten sagt, ist was anderes, aber es ist sogar jetzt ein Jahr her, dass ich das gebeichtet habe, woraus übrigens nichts geworden ist. Und dabei belassen wir es. Bedeutung hinter meinem Online-Namen. Nice Lolo. Findet ihr überall. Facebook, YouTube, Twitter, keine Ahnung, so nenne ich mich eigentlich überall. Ich habe auch Steam, Nice Lolo LP. Und es kam einfach daher, ich musste einen Namen haben. Früher hatte ich mich sogar Dojo oder so genannt. Keine Ahnung. Und ich dachte einfach so, LOL war damals das Wort, was ich am meisten genutzt hatte. Nice ebenfalls. Dachte ich mir so, mache ich mal so Nice LOL irgendwas damit. Habe ich Nice Dollar gemacht. Weil ich halt Let's Plays machen wollte, Fliege. Habe ich mich Nice Lolo LP genannt. Fertig. Letztes Buch, das ich gelesen habe. Wenn Mangas nicht dazu zählen, war das irgend so ein Schulbuch, wovon ich gerade keine Ahnung mehr habe. Doch, Shakespeare. Irgendwas da in die Richtung mit. So ein Manga, der jemanden umgebracht hat und selbst Schuldgefühle kriegt und sich dann nachher einen auf König macht irgendwie und dann auch umgebracht wird. Macbeth, genau. Gute Zusammenfassung jetzt, das war heftig. Nein, dann das Buch, das ich gerade lese. Ich zähle jetzt einfach mal Mangas mit dazu. Das ist Buster Keel und Skull Party. Eigentlich mehr Buster Keel gerade, da bin ich gerade wesentlich mehr drauf. Und ansonsten gar nichts. Nö, ich lese sogar mal keine Bücher. Letzte TV-Show, die du geschaut hast. Das war eben gerade das Ende von der zweiten Staffel von Game of Thrones. Ja. Letzte Person, mit der ich geredet habe. Meiner Mutter, der ich eben gerade noch gute Nacht gesagt habe. Ihr müsst wissen, es ist jetzt gut 6 Uhr, 6 nach 0. Spät, ne? Die Beziehung zwischen dir und der Person, mit der ich zuletzt SMS geschrieben habe. Also SMS ist jetzt ja lange her, weil ich kein Geld mehr auf dem Handy hatte. Und das war eine Freundin von mir. Und das ist auch schon alles. Und wenn ich jetzt noch WhatsApp mit dazu zähle, das war eine andere Freundin von mir, ist auch nur eine Freundin. Fliege, geh vom Mikrofon weg. Hä? Hausfliege. Nein, keine Ahnung. Und wenn wir jetzt noch Facebook mit dazu zählen, das war ebenfalls die Freundin, mit der ich zuletzt auf WhatsApp geschrieben habe. Und wenn wir jetzt noch Twitter dazu zählen, war eine andere Freundin von mir. Ich hab zu viele. Nein. Lieblingsessen nennt sich Schinkenröllchen. Ist das geilste, was ich kenne. Schmeckt episch geil und kann man leider bloß einmal im Jahr essen, weil man ansonsten sowas von fett davon wird. Oder es einfach sowas von extrem ist. Du wirst auch schon nach 2 Stück davon satt oder 4 oder mehr. Nein. Star. Ort, den du besuchen möchtest. Times Square at night. Ja. Letzter Ort, an dem du warst. Mein Sitzsack, wo ich gerade drauf sitze. Und wenn damit andere Orte gemeint sind, ist das Hamburg. Da spackt einfach mal die Aufnahme rum. Nein, ich bin nicht verliebt. Das war jetzt Frage 39 zur Orientierung. Letztes Mal, dass du jemanden geküsst hast, das ist urlange her. Urlange. Weiß ich gar nicht. Sehr lange. Abgesehen von Familie. Sehr lange, sehr, sehr lange. Warte. Letztes Mal, dass ich beleidigt wurde. Das war vor den Ferien. Das ist jetzt gut 2 Wochen her. Und zwar, nee, es ist sogar nur eine Woche her. Und zwar, ich habe jetzt so eine Machine Raver Hose gekauft. Und
Ja, da meint es ein alter SS, ihr müsst wissen, es ist so ein Teil mit dem Harzzeichen unten an den Waden oder vor den Waden. Und das steht natürlich gleichzeitig auch für Gen. So Kram von wegen Nuklear, Achtung, radioaktiv verseucht und so. Und hat mich so ein alter Sack einfach angeschrien von wegen, ich wäre rechts, ich wäre für nukleare Versuche und so ein ganzen Scheiß. Soll er denken. Ich habe ihm gesagt, dass es ein Symbol für Musikrichtung ist. Er hat es mir nicht geguckt. Seine Sache. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Lieblingssüßigkeiten. Schokolade. Kalte Schokolade. Ich spiele eine Triangel. Nein, ich kann nicht spielen. Ich habe vielleicht im nächsten Launchpad, wenn ich mir das Geld zusammenspare. Und dann spiele ich das. Ansonsten, ist meine Nase auch ein Instrument? Ich glaube nicht. Nein, ich spiele nichts. Lieblingsschmuckstück ist zwei Ringe von mir, die ich aus Hamburg mitgenommen habe. Jetzt letztens. Ist an sich ziemlich geil. Die sind extrem geil, auch wenn es Daumenringe sind, die ich hier und hier trage. Aber das kommt daher, weil ich noch ein bisschen pommelisch bin. Letzten Sport, den du gemacht hast. Ich tanze. Ich tanze durchgehend. Wenn ich Lust dazu habe, mache ich Industrium sitzen, ansonsten mache ich Shuffle, Robot, Jumpstyle und ja, das war's auch schon. Halt dann noch Industrial und das mache ich hier dann immer so ganz gerne so. letztes Lied, das du gesungen hast, das war heute und ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Es ist in den Charts momentan auf Platz 1 und das ist ein FIFA-Song. Ich frage mich nicht, wie er jetzt gerade heißt, ich weiß es nicht. Es ist übrigens gerade der 19.04. Dann wird ihr ungefähr eine Orientierung habt wegen Datum. Lieblingsanmachspruch. Oh, ich sag mal so, ich halte nichts von Anmachsprüchen, die sind alle behindert. Aber es gibt so lustige Teile, es gibt so geile Farschen. Jeder kennt diesen schönen Spruch. Bist du vom Himmel gefallen? Denn, ne, von wegen, wie war das noch, bist du vom Himmel gefallen? Denn so wie es aussah, denn so wie du... Nein, ich habe ihn gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, es gibt ja so zwei geile Versionen von. Es gibt einmal diesen richtig extrem beleidigen. Bist du vom Himmel gefallen? Denn so wie es aussieht... Ja. So wie es aussieht, hat's ordentlich wehgetan. Und wenn du so gerade richtig Akne im Gesicht hast, oder einfach so richtig rotes Gesicht, musst du einfach mal zu einer hingehen und so sagen so, Baby, du musst ein Engel sein, denn ich bin allergisch gegen Federn. ASDF-Style einfach. Hast du es hier benutzt? Ich gehe von Anmachsprüchen aus, nein. Maximal, um Belustigung zu bewirken, aber nein. Das ist ja... Ne? Scheiße. Letztes Mal, dass du mit jemandem geschillt hast. So richtig runtergefahren. Tue ich eigentlich immer selber, weil ich ansonsten entweder am Lachen bin oder so. Und wenn ihr das Chill mit anderen Leuten treffen meint, das war letzten Samstag. Ja. Ansonsten Montag halt auch noch, aber das war mehr Umzugsarbeit. Danach kam erst Chill. Und diese Frage sollte als nächstes mein Kumpel Nightcore-Coverer beantworten. Weil ich sonst niemanden habe, der auf YouTube sowas bringen würde. Ich muss auch gucken, ob ich ihn dazu überreden kann. aber das wäre echt cool von dir. Ich sag auch bewusst nicht deinen Namen. Muss jetzt nicht unbedingt jeder wissen. Also, schön, dass ihr geguckt habt. Nochmal ordentlich jetzt hier die Musik rauskloppen. Und